Hi, mein Name ist Benny von VF Reinigungstechnik und ich möchte euch heute ein paar einfache Spartipps zum Thema Unger Hydropower mit auf den Weg geben. Unger hat 2019 die Preise um rund 10% für die Mischbettharze angehoben. Und da haben wir gesagt, das ist Anlass genug, um hier mal kurz ein Video zu machen, wie ihr das Maximum aus euren Mischbettharzsystemen rausholen könnt. Zunächst habe ich mal gesehen, für die Leute, die auch Anleitungen lesen, dass in der Unger-Anleitung steht, dass man diese Mischbettharze bis 10 ppm verwenden kann. Erfahrungsgemäß könnt ihr auch bis 15 ppm noch einwandfreies Abtrocknungsergebnis herstellen. Das erstmal vorweg, also an der Stelle könnte man das auch noch ein Stück weiter ausreizen. Für diejenigen, die bereits einen Hydropower haben oder eins anschaffen möchten, den rate ich immer zu dem DI24 zu greifen, anstatt zu dem DI12. Das DI12 beinhaltet nur einen Harzbeutel mit 6 Liter Inhalt. Bei dem DI24 sind es 2x6 Liter Inhalt. Das bietet mir folgende Möglichkeit. Also das ist jetzt hier mal der DI24, der mit den zwei Beuteln. Die Differenz liegt bei rund 100 Euro zum DI12 und die, glaube ich, die haben wir ganz schnell wieder raus mit folgendem Trick. Es ist so, dass hier unten mein Stadtwasser reingeht. Das Stadtwasser durchströmt mein Harz und hier oben kommt das gefilterte Rheinwasser, VE-Wasser raus. Das heißt, mein Harz verbraucht sich auch von unten nach oben. Während ich oben noch eine relativ hohe Filterleistung habe, ist das unten bereits erschöpft. Und diesen Effekt kann ich mir zunutze machen, indem ich hingehe, wenn ich hier oben meine 15 ppm erreicht habe, dann tausche ich nicht beide Beutel aus gegen zwei neue Beutel, sondern ich nehme nur den unteren Beutel raus, der stärker erschöpft ist als der obere Beutel, und lasse den oberen Beutel nachrutschen. So ist es immer noch so, dass mein Stadtwasser bis auf 15 ppm erstmal runtergeregelt wird eine gewisse Zeit. Und oben habe ich einen frischen und der regelt das weiter auf null. Das hat zur Folge, dass ich ungefähr 20% mehr Leistung aus meinen Harzbeuteln rausbekomme. Der einzige Nachteil ist, ich muss etwas häufiger wechseln, da ich ja nicht hergehe und alle beiden Beutel austausche, sondern immer nur einen Beutel austausche. Ja, und wenn man das so macht, dann hat man diese 100 Euro Differenz zu dem DI12 relativ schnell wieder raus. Ja, des Weiteren müsste ich einmal wissen, wie viel Wasser brauche ich überhaupt, um Glas zu reinigen. Da ist es erfahrungsgemäß so, dass wir zwischen 90 und 120 Liter auf der Scheibe brauchen. Das heißt, ein ganz wichtiger Tipp ist dabei, dass seine gewünschte Menge exakt einzustellen. Das kann ich auf zwei Wegen machen. Also Nummer eins wäre mit diesem Ventil hier, damit kann ich das einstellen. Das ist immer im Lieferumfang von den Hydropower-Systemen dabei. Da habe ich hier oben einen kleinen Kugelhahn und damit kann ich die gewünschte Wassermenge einstellen. Obendrein bringt Unger ein kleines Plättchen mit, das verjüngt mir im Grunde diesen Ausgang, was wiederum auch dafür sorgt, dass ich nicht in den Genuss komme, zu viel Wasser einzustellen. Also dieses System immer verwenden, um den Wasserdruck, den ich an meiner Stadtwasserleitung anliegen habe, schon mal vorzujustieren. Das ist aber nicht exakt. Wer es ganz genau wissen will, der kann so eine digitale Messuhr benutzen. Die ist von Gardena, die gibt es auch bei uns im Online-Shop. Kostet rund 40 Euro und diese digitale Messuhr, die sagt uns ganz genau, wie viel Liter ich gerade pro Minute verwende. Und wenn man das dann hochrechnet auf meine Stundenleistung, dann kann man sich einpendeln zwischen 90 und 120 Liter die Stunde, die man braucht, um einfach nur den optimalen Wasserverbrauch einzustellen. Ja? Weil sonst nur mit dem bloßen Auge ist es für kaum jemanden zu erkennen, wie viel Wasser ich gerade verbrauche. Als nächsten Spartipp habe ich noch folgenden. Wenn das Gerät oder der Harzinhalt beziehungsweise meine Anzeige Richtung 15 ppm läuft, dann kann ich das Gerät einmal leer laufen lassen und dann kräftig schütteln. Ja? Da ist dieses Harzgranulat, das wird sich dann neu mischen. Und wenn das Wasser dann durchströmt, dann kommt das auch an Harzpartikelchen, die es vorher nicht erreicht hat. Und wir können dann auch noch mal eine Stunde länger arbeiten und können das in Summe noch mal ein bisschen weiter ausreizen. Also Schütteln des Systems wäre mein dritter Tipp an der Stelle. Ja, da gibt es noch einen Tipp, der ist nicht so ganz praktikabel, aber nur so zum Verständnis. Wenn ich jetzt nicht hergehe und von 0 bis 15 ppm direkt an der Scheibe arbeite, sondern ich hergehe und dieses Wasser in einen Tank fülle, weil ich im Fahrzeug einen Tank drin habe oder stationär in irgendeiner Form einen Tank habe, dann bekomme ich am Ende mehr
Wasser mit der Güte 15 ppm heraus. Das hat folgenden Hintergrund, dass ich ja erstmal eine ganze Weile mit 0 ppm einfülle, dann geht meine Uhr Richtung 15 ppm. Wenn hier 15 ppm erreicht sind, dann werde ich in meinem Tank wahrscheinlich so 8, 9 ppm haben und kann dann auch noch, obwohl der hier nur noch bis rund 20 ppm oder 25 ppm weiter produzieren, bis mein Tank nachher die 15 ppm hat. Sprich, ich kann hier auch über diesen Wert 15 ppm max hinausfahren. Was mir wieder ein paar Liter beschert. Jetzt muss man natürlich entscheiden, wie praxisgerecht das für einen ist, aber das nochmal als Tipp, um auch da nochmal möglichst viel aus seinem Mischbett-Hartz-System herauszuholen. So, das war es im Grunde auch schon mit den Spartipps. Jetzt kommen wir nochmal einmal ganz kurz zur Kapazitätsberechnung. Ich habe mir hier auch mal die Anleitung genommen und habe mal reingeschaut, was sagt Unger eigentlich, wie viel Liter ich mit meinem Mischbett-Hartz produzieren kann. Und da habe ich gesehen, dass das relativ vage formuliert wird. Unger schreibt hier, bei mittelhartem Wasser kann ich mit dem Hydropower DI12 beispielsweise zwischen 470 und 1570 Liter Reinwasser produzieren. Und das ist ein Wert, mit dem komme ich nicht zurecht. Da möchte ich euch einmal mitteilen, wie wir das so berechnen und die Industrie das allgemein berechnet. In der Industrie ist es so, dass pro Liter Harz 1500 sogenannte Härteliter erreicht werden können. Das heißt, mit einem Liter Harzinhalt kann ich bei 0 Grad deutsche Härte 1500 Liter Reinwasser produzieren. 0 Grad deutscher Härte hat jetzt keiner bei uns zu Hause im Wasserhahn. Man müsste also diesen Wert, diese 1500 Liter, durch seine tatsächliche Wasserhärte teilen. Das ist also bei 10 Grad deutscher Härte, kann ich also mit einem Liter Harz 150 Liter VE-Wasser oder Reinwasser herstellen. In so einem Unger Hydro-Powerbeutel sind jetzt 6 Liter Harz, das wären also bei 0 Grad 9000 Härteliter. Und wenn ich diesen Wert nehme mit 9000 Härteliter durch meine tatsächliche Wasserhärte teile, dann komme ich relativ genau zu dem Ergebnis, was mir so ein System bescheren kann. Die Formel werde ich nochmal in die Infobeschreibung reinpacken, dass die nochmal jeder nachlesen kann. Aber das ist für mich und auch für die Industrie und eigentlich die angewandte Formel zum Ermitteln der Kapazitätsgrenze von Mischbett-Hartz-Systemen. Ja, das war's dazu von meiner Seite. Ich hoffe, die Tipps waren nützlich. Falls ihr noch Wasserspartipps habt, die ihr uns mitteilen wollt und könnt, dann schreibt das in den Kommentaren. Da würden wir uns sehr drüber freuen und dann, wenn da ein paar nette Sachen dabei sind, dann werden wir die auch entsprechend mit kommunizieren. Es geht ja auch schließlich hier um Sparen im Geldbeutel. Ja, das war's von unserer Seite. Ich würde sagen, bleibt sauber. Bis dann.